Verdammt, Fischer! Pass auf den Alarm auf! Wir stehen am Rande des Dritten Weltkriegs! Gute Arbeit, Fischer. Ich lade Grimm die Codes für die Aktivierung des Sprengkopfes hoch. Lambert, wenn es zum Äußersten kommen sollte und ich immer noch hier bin. Schon gut. Ich weiß Bescheid, Sam. Sprengkopf wird erst einige hundert Meter vor seinem Ziel entsichert. Wenn ich die Abbruchcodes irgendwo finde.
Gute Idee. Durchsuche die Startkontrolle unmittelbar unter der Plattform. Schon unterwegs. Beeil dich, Fischer. Die Flugzeit der Rakete beträgt noch 3 Minuten. Verfolgen. Primärziel. Flugzeugträger. Richtung 218. Entfernung 120 Kilometer. Bestätigen. Primärziel auf dem Schirm. Arbeit, Sam. Das sind die Abbruchcodes. Ich muss immer noch die Notschaltkreise im Raketenkontrollraum überbrücken. Beeil dich! Die Rakete, die auf die USS Ronald Reagan zusteuert, hat ihre Höchstgeschwindigkeit erreicht. Moment mal. Erwartest du jetzt, dass ich für den alten Cowboy antrete? Oh, welchen alten Cowboy meinst du? Vergiss es. Du hast recht, Grim. Ich bin alt. Verdammt, Fischer! Pass auf den Alarm auf! Wir stehen am Rande des Dritten Weltkriegs! Gute Arbeit, Sam. Die Rakete stellt keine Bedrohung mehr dar. Das war schon alles? Sie ist explodiert? Nein, ist sie nicht. Aber ihr Sprengkopf ist nicht mehr scharf. Selbst wenn sie an den Phalanx-Geschützen der Reagan vorbeikommen sollte, würde sie nur auf dem Rumpf aufschlagen und wie eine Bierdose zerquetscht werden. Bierdosen zerquetschen? Das kann die Navy am besten. Sehr witzig.
Du musst zum Evakuierungspunkt. Stimmt. Bin schon unterwegs. Haben wir es. Die Rakete kam von dort. Aber sie wurde nicht absichtlich gestartet. Das ist gut. Wir könnten einen Krieg verhindern. Das Problem dabei ist, dass jemand anders sie absichtlich gestartet hat. Dieser jemand ist doch vermutlich Dark Shetland, der Serkesis Algorithmen benutzt. Das ist wahrscheinlich. Ich weiß aber leider immer noch nicht, ob sich im BIOS der Startanlage, von der diese Rakete abgefeuert wurde, Spuren von Dvorak finden lassen. Gute Arbeit, Sam. Angesichts der ganzen Materialanforderungen scheint es, als sei diese Einrichtung um einiges wichtiger, als wir es gedacht hatten. Na, du kennst mich doch. Immer da, wo was los ist.
Verdammt, Fischer! Pass auf den Alarm auf! Wir stehen am Rande des Dritten Weltkriegs!